Montagabend, spätsommerliche Abendstimmung in Montpellier. Etwas für romantische Schalker. Doch, was ist das? Wo ist das Stadion? Schalke macht sein Abschlusstraining auf dem Trainingsgelände von Montpellier. Der Grund, der Rasen im Stadion ist so schlecht, dass die UEFA kurzerhand ein Trainingsverbot erteilt hat. Das nehmen wir so hin, wie wir es bekommen. Ne? Also davon lassen wir uns sicher nicht ablenken. Und ich denke nicht, dass die Mannschaft das irgendwie beeinflusst, überhaupt nicht. Das ist nicht einmal ein Thema. Ungewöhnliche Rahmenbedingungen vor dem morgigen Champions-League-Spiel, dann im Stade de la Mosson. Das Ziel, der Gruppensieg. Das habe ich gesagt, nachdem wir die Gruppenphase überstanden haben, dass ich glaube nicht, dass oder erste oder zweite, dass da noch schwache Gegner sind. Das glaube ich nicht. Aber du, wenn es der erste wärst, dann hast du die Möglichkeit, um einige noch nicht zu bekommen. Rund 1800 Schalker Fans werden morgen ihr Team unterstützen. Dabei werden die Königsblauen auf Jefferson Fafan, Kyriakos Papadopoulos, Ibrahim Afellay und Marco Höger verzichten müssen. Alle vier sind erst gar nicht mit nach Frankreich geflogen. Kein Problem für das Team. Na gut, auf den einen oder anderen Spieler haben wir auch in den letzten Spielen schon verzichten müssen. Aber dafür haben wir eben einen breiten Kader, der vielleicht momentan etwas kleiner ist, um eben auch diese Spieler ersetzen zu können. Und ich denke, jeder, dem der Trainer morgen das Vertrauen gibt, der wird auch seine Leistung bringen. Der wird alles dafür tun, dass wir morgen ein gutes Spiel machen, möglichst 3 Punkte holen. Und von dem her mache ich mir da eigentlich überhaupt keine Sorgen. Montpellier hat nach der etwas überraschenden Meisterschaft im vergangenen Jahr in dieser Saison noch nicht richtig in den Tritt gefunden. In der Champions League sind sie Letzter, in der Liga im unteren Mittelfeld. Dennoch ist es eine Mannschaft, über die Königsblauen spätestens seit dem unglücklichen 2:2 im Hinspiel wissen, dass man die Truppe nicht unterschätzen darf. Ja, Montpellier spielt ein gutes Fußball. Ja, aber das französische Fußball steht auch für technisches Fußball. Und dass wir uns in der ersten Halbzeit ganz schwer getan haben, das hat auch mit Qualität von Montpellier zu tun in das erste Spiel. Und in der zweiten Halbzeit haben wir ein besseres Spiel gespielt. Leider geben wir in der letzten Minute noch das Gegentor weg. Aber an der anderen Seite hoffe ich, dass wir da auch von gelernt haben. Morgen um 20.45 Uhr geht es los. Das Spiel soll nicht in Gefahr sein. Gewinnt Schalke, ist der Gruppensieg sicher. Ansonsten muss man genauso viele Punkte holen wie Arsenal im Parallelspiel gegen Piräus, um am Ende die Nase vorn zu haben.